So, willkommen zu dem Sortimente bewerten Video. Genau, ich werde jetzt heute den Rest machen. Ich nehme es jetzt genau nach dem anderen Video auf. Und ich würde einfach mal sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt ein mit euren Sortimenten. Ich gehe einfach mal der Reihenfolge nach. Fangen wir an bei Bottle. Bottle hat mir 4 Bilder geschickt. Genau, einmal hier 5-Raketen Kaliber A. Okay, von Funke. Thunder Rockets. Okay. Ja, ich kenne diese Thunder Rockets gar nicht. Und noch ein paar Vögel. Vögel habe ich mir dieses Jahr auch welche bestellt tatsächlich, weil ich Vögel ehrlich gesagt irgendwie vermisst habe. Hier nochmal, Donnervögel Kaliber B von Funke. Explosive 3, Spanish Cracker, schmeckt. Explosive 3, auch nochmal hier, Stroboskope 90 Sekunden. Da habe ich als einer mal übertrieben. Wie viel habe ich da gekauft? 10 Stück oder sowas, 10 Pakete. War viel zu viel. Viper 1 und Bomb. Die roten Bomb, nicht schlecht. FP3 Small, ja, C4 und die normalen FP3. Ich würde interessieren, aus welchem Jahr die sind. Genau, dann noch P1000er, wieder Explosive 3 und Flash Banger, glaube ich. Von Pyro Moravia sogar, kenne ich gar nicht, die Dinger. Okay. Und dann haben wir hier noch Dumbo Mini, bisschen FP3 noch. Explosive 5, Dumbo Mini, ja, P1000. Nicht schlecht. Also so auch du scheinst mir so ein Knallfreund zu sein. Also was Salut angeht. Ja, also auf jeden Fall ein entspanntes Sortiment. Wäre tatsächlich auch nichts für mich. Einfach aus dem Grund, da mir das Bunte ein bisschen fehlt. Aber ich würde sagen, 5, 6 würde ich dir auf jeden Fall geben. Kannst du mir in die Kommentare schreiben, ob da noch was dazu kommt. Jetzt von Leuchtfeuerwerk her oder ob das für dieses Jahr war. Weil du irgendwie an nichts mehr kommst. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich dir natürlich viel, viel Spaß mit deinem Sortiment. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich auf die Vögel am meisten freuen. Auch auf die Donnervögel. Und diese Spanish Cracker sehen auch ganz geil aus. Genau. Dann würde ich aber sagen, wir gehen zum nächsten weiter. Dem Heizocker. Heizocker hat mir 3 Bilder geschickt. Ich sehe schon direkt, ins Auge ist mir gestochen, sind die Dumbum Röhlis. Ihr paar Dumbum Minis. Achtung, XXL, okay, in so klein. Also, die habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Talud, 60 Stück, ah, so kleine Cracker scheinbar. Hier hinten sieht man noch irgendwelche Böller. Etwas größere Dinger da hinten, okay. Hier unten sehen wir die Independence Night, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und ein paar Single Shots, okay. Dumbum, Thunder Air Bomb, ja. Ein paar Raketen. Hier hinten noch eine Triplex-Batterie. Und die anderen kann man hinten leider nicht erkennen. Okay, und was hast du auf dem zweiten Foto? Ah, nochmal Nahaufnahmen, okay. Jetzt kann man auch hinten erkennen, diese FBI-Böller, okay. Und hier ein paar Xena-Cracker, die gefallen mir natürlich sehr. Ich liebe die Dinger. Und hier unten haben wir, ich weiß nicht, was das ist. Triplex, auf jeden Fall, irgendwas von Triplex. Okay, ja, auf jeden Fall entspanntes Sortiment. Und hier hinten auch nochmal Dumbum-Böller. Ja, da fehlen mir tatsächlich auch so ein bisschen die Batterien, ne? Aber an sich ein sehr entspanntes Set. Ich glaube, du wirst auch damit viel Spaß haben. Es fehlen mir nur ein bisschen Raketen und Batterien. Aber ja, das lässt sich ja eventuell beheben. Aber die Einkaufstour wird ja leider flach fallen dieses Jahr. Naja, nichtsdestotrotz wünsche ich dir viel Spaß. Eine Bewertung würde ich auch so eine 5 bis 6 sagen. Wie bei dem vorherigen Kandidaten auch. Und ja, sagen wir gehen weiter zum nächsten. Julian. Oh, Julian hat mir ein Bild geschickt. Mit ein paar leckeren Dingen, wie ich sehe. Julian ist auf ganz legaler Basis unterwegs. Denn Julian hat nur F2. Also ich muss sagen, mit F2 deutschen Zeug kenne ich mich eigentlich kaum aus. Die Detonation, weiß ich, die sind gut. The King, ich glaube, die waren extrem teuer, aber für deutsche Verhältnisse nicht schlecht. Ja, das war es auch eigentlich wieder. Mehr kenne ich von diesen deutschen Sachen tatsächlich gar nicht. Pyro Cracker, ja, sagt mir auch noch was. Double Thunder auch, ja. Aber der Rest, das sind Sachen, die ich gar nicht kenne. Aber auf jeden Fall, ich denke mal, die Batterie hier unten ist nicht schlecht. 60 Schuss. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich kenne die deutschen Sachen kaum. Ich würde dem Sortiment auch, ja, da du eine dicke Batterie am Start hast und ein paar Raketen, auch wenn die nicht so groß sind, und auch noch so kleinere Batterien, Single Shots, ein paar Knaller, würde ich dir eine 6 von 10 Punkten geben. Der Kaltstart, ich weiß nicht, was das ist, ob das einfach nur ein Poster ist oder was auch immer. Ah, hier sehe ich noch Cobra Silber, irgendwie Cobra 6.
oder sowas, Silber. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Genau, ja, danke für die Einsendung. Wir gehen weiter zum nächsten. Legit. Legit hat ein kleines, aber feines Sortiment. Ein in dem Sinne, weil ich hier ein paar leckere F4-Produkte sehe. Dumm 50, Cobra 8, Little Joe. Hier einen Selfmade. Ja, Cobra 6, extra Cobra 6. Nicht schlecht, mein Lieber. Little Joe, Digga, woher kriegt man die Dinger? Hab die lange nicht mehr gesehen. TP2. Also wenn ich jetzt nicht weiß, also wenn ich mir nicht, wenn es wirklich, wenn es jetzt keine TP2 sind, dann habe ich die ganzen zwei letzten Videos falsch gesagt. Oh, Pono Blue 5, sehr lecker. Hier unten noch Mr. Smoke, 2 müsste es glaube ich sein, oder 3. Sieht aber nach 2 aus. Dumm 2G, Explorer 4, hinten sehen wir noch PS5. Mhm. Hier unten noch ein paar Bengalos, die hatten wir tatsächlich diese letzten Sortimenten gar nicht. Bomb Mini, ja. Also da muss ich sagen, das gefällt mir wieder, das Sortiment. Weil es so ja, ein bisschen F3, F4 hat und noch natürlich ein bisschen Leuchtzeug. Aber da fehlen mir auch die Batterien. Ich weiß nicht, ob das ein endgültiges Sortiment ist, aber da fehlen mir auch die Batterien, ja. Genau, auf jeden Fall würde ich dem, der Fairness halber zu den letzten Sortimenten, würde ich dem 6 geben. 6 von 10 Punkten. Hier hinten auch Red Salute, glaube ich. Oder Color Salute, eins von beiden. Ja, wohl, die Little Joe würden schon zu einer 7 tendieren. Aber wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen das Leuchtfeuerwerk. Also im Sinne von Batterien. Oder Raketen. Genau, danke für deine Einsendung. Dann gehen wir weiter zum Leon. Leon hat einige Fotos geschickt. Was haben wir hier? Einen Single Shot. Cobra 9. War fake. Dumbum P1er mit 50 Gramm, Explorer 4, hier unten sehen wir noch ein bisschen die Feuerzeuge, Cobra 9, hier noch irgendwas anderes, erkenne ich gerade nicht, was es ist. Ein paar kleine Shells aus einem Shell-Set, noch ein paar einzelne Böller, eine Bengalfackel. Genau, er hat mir noch ein Video geschickt, konnte ich aber leider nicht angucken, beziehungsweise nicht herunterladen, um euch das zu zeigen. Genau. Teufelsschlag von Pyroweb. Wucherweb wurde mir letztens geschrieben. Grüße gehen da raus. Lupo 26. Da hast du alles richtig gemacht mit den Lupos. Frag mich bloß, welche Effekte das sind. Ob es die Strobes sind oder einfach ein normaler Vorbrenner oder die Pfeifer. Und dann haben wir schönen Dumbum 5G. Die schmecken auch, genau wie die Dumbum Mittel. Aber die silbernen sollen minimal schlechter sein, glaube ich, als die goldenen. Ne? Aber so einen großen Unterschied macht das, denke ich mal, nicht. Und dann natürlich die gute alte Maus. Die Firma, mir ist gerade ein Name entfallen. Naja, egal. Ja. Also auch da fehlt mir so ein bisschen das Leuchtfeuerwerk. Also Batterien, Raketen hast du gar nicht. Ja, aufgrund der Lupos kommst du mir wieder sehr sympathisch. Würde ich tatsächlich aber so eine 5 sagen. Weiß nicht, was in dem Video noch vorkommt. Aber so eine 5 auf jeden Fall. Aufgrund der Lupos 5 würde ich sagen. Genau. So, als nächstes haben wir Marius. Oh, Marius hat ein super dickes Sortiment. Ganz viele Batterien, wie ich hier sehe. Ganz viele Funke-Batterien vor allem. Auch Funke-Raketen, ganz viele. Hier unten sehe ich irgendwas vom Blackbox. Vogelschreck vom Blackbox. Maska, okay. Diese ganzen Funke-Batterien, ich kenne die auch kaum. Die Namen sagen mir halt gar nicht so. Ein paar Raketen, ja. Also ein paar kleine Raketen. Dumm 2G, bisschen was zum Knallen. Moskitos, sehr nice. Geysir Kaliber C, auch geil. Hier sieht es aus wie ein paar Rauchfackeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, also an sich gefällt mir das Ganze sehr gut. Also vor allem, weil du ganz, ganz viele Batterien hast. Und auch verbunden mit, Raketen. Hier fehlen mir tatsächlich aber ein bisschen die Knallkörper. Aber gut, man weiß nicht, welchen Hintergrund das hat. Du hast ja hier eine Packung, Dumbum 2G+.
Vielleicht reicht es dir auch. Ja, solche Sachen wie zum Beispiel diese Pirat. Ja, mein Gott, die sind aber nicht erwähnenswert. Hier unten liegt noch eine Packung Dumbum 2G Plus. Aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geiles Set. Hat auch sicherlich ein bisschen gedauert, bis du es aufgebaut hast. Danke auf jeden Fall für die Einsendung. Würde ich so sagen, ist eine stabile 8. Stabile 8, weil mir da ein bisschen die Knallkörper fehlen, sonst wäre es eine 9. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten. Pyro Hero. Oh, auch nochmal ein dickes, dickes Sortiment. Er hat eben auf jeden Fall bei Ultrastore oder Legal Pyro bestellt. Und der Fireshow hier. Independence Day Limited Edition. Ja, einige Trick-Track-Rendinos. Rauchgenerator. Zink. Das sieht verdächtig nach einer 10 von 10 aus. Wobei, nein, da fehlen mir die Raketen. Naja, schade. Er hat zwar alles, also Batterien, Single-Shots, hier Vulkane, Knallkörper, ein gutes Sortiment, Shells von Zink, von, weiß nicht, Classic sieht es aus, ja, Classic. Aber da fehlen mir, hier Rauchbomben hat er auch, aber da fehlen mir ein bisschen die, die Raketen. Raketen echt Mangelware geworden. Oh, hier auch Upper, ist es Upper Willow World? Nee, ne? Schade. Ja, Upper Willow World ist nämlich so geil. Ja, 4-Inch-Murmeln. Sehr geil. Hier unten ein paar Dummum 5G, glaube ich. Dummum 50, Dummum 30. Sehr geil. Ja, wie gesagt, eine 9 von 10. Da fehlt mir ein bisschen, da fehlen mir auf jeden Fall die Raketen. Aber sonst wäre es ja 10 von 10 tatsächlich. Auch eine sehr, sehr schöne Auswahl an Batterien. Pyro Morava geht immer stabil. Ja, danke für die Einsendung, Niggi. Pyroclops, Grüße gehen raus. Pyroclops hat Panda Air Bombs, Big Balls, Scream Rockets 2, Silberblitzraketen, ein paar Luftheuler, Kugelkopfraketen, okay. Hier Independence Day oder Night, was auch immer. Wie heißen die nochmal? Sky Twister, Sky Booster, nee, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Space Twister, irgendwie sowas. Die hatte ich auch mal davon. Ein paar Stück hat mir ein Zuschauer zugeschickt. Grüße gehen raus an dich, falls du es siehst. Feuerfalken. Was ist das denn? Jorge irgendwas. Thunder irgendwie was. Chemanko Single Shots, sehr, sehr geil. Laserbatterien. Also Fontänenbatterien. Sehr nice. So, das nächste Bild. Okay, hier sehen wir nochmal die andere Hälfte. Hier sind ein paar schöne Batterien. Hier hinten Raketen, gutes Sortiment an Raketen, hier ein paar Knallkörper, Single-Shots, ja doch, ist ein geiles Sortiment. Das letzte Bild, nochmal ein dickes Bombenrohr, Dumbum-Salut-Batterien, eine Rubin-Batterie, Moskitos, sehr nice. Sehr geile Sachen hast du dir bestellt oder irgendwo gekauft. Sehr geil. Wie gesagt, da fehlt mir, also auf den Bildern fehlt mir ein bisschen F3, ne? An sich, geiles Sortiment, würde ich eine 8 geben. 8 bis 9 sogar. Das waren nicht viele Batterien, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, nur so kleine Batterien, aber nichtsdestotrotz, würde ich sagen eine 8 bis 9. Irgendwas um den Dreh. So, dann gehen wir weiter zum Pyro lieber. Oh ne, ich weiß schon, was da kommt. Da kommen wieder nur Exploder 5, Mann. Was habe ich gesagt? Exploder 5, Exploder 5, Exploder 5. Thunder Airbombs, F1 Sortimente und Salutraketen, das Smaragd. Das war's auch wieder. Ja, entspanntes Sortiment. Du wirst auf jeden Fall einiges an Exploder 5 verballern. Wünsche dir auch viel Spaß natürlich. Meins ist es nicht. Wäre mir zu eintönig das Ganze. Das ist nur Salut eigentlich, außer die Batterien. So ein bisschen F1 Zeug braucht niemand. Ja, also für mich wäre es nichts. Das will ich auch gar nicht bewerten. So, dann haben wir den Pyro Nacho. Sorry. Der Pyro Nacho hat Dumbum Triple. Wortwörtlich ein paar Shells. Sky Shots. Sehr geil. Thunder Rockets. Thunder Air Bomb. Best Price. Ein Alligator noch. Okay, Rakete 905. Macked. So, dann haben wir hier noch ein paar Knaller. Volpo von Buffalo. Ja, Red Salute von Xena. Immer sehr geil gesehen. Haben zwar nur 2 Gramm, aber nichtsdestotrotz scheppern die überein.
Nochmal eine Best Price, eine Thunder Rocket. Geil. Auch wenn ich die Thunder Rockets nicht kenne, aber. Pogo-Schlag 3, sehr sympathisch. Die Delovarana, ich hatte die auch, die haben teilweise nicht gezündet. Also ich glaube von drei Stück in der Packung sind ist einer, glaube ich, nur gezündet. FP3 Small und hier nochmal ein Single-Shot. Ja, also da fehlen mir ein bisschen die Batterien. Du hast hier zwar eine, zwei, drei, vier, aber keine besonders großen. Genau, da würde ich, was würde ich da geben? Ja, die Shells sind natürlich sympathisch, ne? Knaller hast du auch. Fingershots auch. Ja, eine 6 würde ich da geben. Eine 6 würde ich sagen, so. 6 von 10 würde ich dir geben. Danke auch dir für die Einsendung. Dann haben wir hier den Suicide. Mit nochmal einem dicken Sortiment. Ganz, ganz viele Batterien, wie ich sehe. Auch dicke. Hier eine Pyro-Show. Dicke Batterien. Let's Fats. Irgendwas nochmal von Funke. Hier Zinkraketen. Sehr geil, die Z1. Single Shots. Kleine Batterien hier hinten. Geisterblitz. Strobe Pistol. Pistolbox. Noch ein paar kleinere Funke Batterien. Geiles, geiles Ding. Aber da fehlt mir auch wieder zum Beispiel. Da fehlen mir die Knaller. Aber an sich hast du hier ein geiles Sortiment. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Aeron Pyro Show Pack. Also du wirst damit auf jeden Fall viel, viel Spaß haben, vor allem mit den Single Shots auch noch dazu. Die machen auch Spaß. Ja, würde ich sagen, ist so eine 7 bis 8. Ja, 8 würde ich eigentlich schon sagen. Beziehungsweise eigentlich diese dicken, richtig fetten, dicken Batterien, ja doch, 8 mit einem Plus. Da fehlt mir aber, wie gesagt, ein bisschen so Knallerzeug. Genau. Danke auch dir für die Einsendung, Suicide. Aber bring dich bitte nicht um. Toxic 86. Okay. Hier unten sehen wir schon mal ein bisschen was von Zink, okay. Ein paar Dumbum-Knaller. Scream Rockets, Scream Rockets 2. Weiß gerade den Namen von den Dingern nicht. Batterie. Dreimal, ne, viermal von Funke. Knaller. Truenos. Eine Sharkcake 1, sehr sympathisch. Cobra 6, zwei Packungen. Schmeckt. Explorer 4. Noch vier Stück. Ach du Scheiße. Hast du mich gerade erschrocken, Alter. Ich dachte, was ist denn das da unten? Ey. Hier sieht es tatsächlich aus wie ein kleiner Selfmade. Entspannt. Hier eine Packung von irgendwas. Ich erkenne gerade nicht, was es ist. Nie gesehen, glaube ich. Oder ist eine Shark 3? Okay. Ja, dann die neuen Cobra 6. Alarm 5. Ja, auf jeden Fall, die neuen Cobra 6 sehen sehr, sehr geil aus mit diesem mit dem Regenbogen-Ding. Delovarana, Lupo 26, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja, auch da fehlen mir tatsächlich so ein bisschen Effektbatterien. Hier zwei kleine Shells noch. Aber ja, sehr, sehr geiles Sortiment. Auch F4 und sowas. Mega, mega Sortiment von der F4 Seite her. Würde ich ja ein bisschen die Batterien, ne? Das ist eine schwierige Entscheidung jetzt. 7 bis 8 sagen. 7 bis 8, ja. So ungefähr. Noch ein paar Batterien und dann ist auf jeden Fall geil. Ja, das war der letzte. Danke auch für dich, an dich für die Einsendung. Genau. An dieser Stelle bedanke ich mich dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke auch nochmal an jeden, der hier Sachen eingesendet hat. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Ganze mir anzugucken. Und damit, da sehen wir auch, dass ein Feuerwerksverbot oder ein Verkaufsverbot absolut nichts bringt. Die Leute kriegen ihre Sachen eh. Egal, ob es verboten wird oder nicht. Wo der Wille, da der Weg. Und ja, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Lasst eine Bewertung da, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein.